Wie ist es dazu gekommen, dass ihr ja, wieder zusammengefunden habt? Wer hat wen angerufen? Wie lief das? So war es diesmal nicht. Nee, es war eine etwas organischere Sache. Also die Songs waren ja ewig nicht verfügbar auf den Streamingportalen. Und die BMG war dann ganz schlau und hat den Backkatalog gekauft und hat alle alten Songs auf die Streamingportale gestellt. Und uns eine E-Mail geschickt, ja, herzlich willkommen. Wir sind die BMG und wir haben eure Songs auf die Streamingportale gestellt. Und wir freuen uns auf euch. Und darauf haben sich dann alle gefreut, daraufhin. Also die Fans haben Videos geschickt, noch und nöcher. Und wir hatten vorher ohnehin schon gesprochen und gesagt, wir haben ein Jubiläum. Singen wir vielleicht mal ein A Cappella, stellen es mal auf die Social Media Kanäle. Und dann wurde daraus doch eine etwas größere Sache, weil wir auch einfach was zurückgeben wollten. Da kam echt eine Welle der Liebe. Und das war sehr überwältigend. Und dann haben wir natürlich die richtigen Leute an unserer Hand gehabt. Apropos. Und das ist jetzt. Ich wollte sie gerade hochhalten. Ihr seid das auf Kind. Eins, ihr seid auf eins gegangen. Mit eurem Comeback, mit diesem Album. Es ist auf eins gegangen. Wie erklärt ihr euch nach all den Jahren diesen anhaltenden Erfolg? Ist ja unglaublich. Ich kriege Gänsehaut gerade. In dem Moment, in dem du das gesagt hast, war so. Ja, es ist eine ganz verrückte Zeit. Und ich glaube, im Moment ist es auch so, dass dieser Nostalgie, oh Gott, ist das früh im Morgen. Ja, der Nostalgiefaktor eine große Rolle spielt. Und die letzten anderthalb Jahre, die waren einfach sehr, sehr schwer. Und viele Leute waren isoliert und alleine. Und auch schon damals hat Daylight die Leute zusammengebracht und viele Freundschaften sind entstanden. Und ich glaube, das hat es einfach noch mal so ein bisschen ins Rollen gebracht. Und jeder braucht so ein bisschen Daylight, ne, in der düsteren Zeit. Und ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun. Man braucht immer die richtigen Leute, man braucht die richtige Zeit. Und das war sowohl. Lasst uns mal so ein bisschen eure persönlichen Geschichten durchgehen, was ihr in den letzten Jahren so gemacht habt. Angefangen mal bei dir, Lucy. Du hast jetzt quasi bei dem Videodreh deine neue Partnerin kennengelernt, Marcella. Wie kam es dazu? Erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist aber jetzt nicht das, was du mich fragen wolltest. Ja, was du so gemacht hast die letzten Jahre. Was ich so gemacht habe. Du hast ja was anderes gemacht. Mist, sie hat gut aufgepasst. Ja, bei dir wissen wir es ja auch so ein bisschen. Ich lebe ja seit 5 Jahren schon in Bulgarien. Ja. Ich habe eine sehr interessante Zeit da. Das ist natürlich ganz anders als in Deutschland. Und ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, dass ich ohne Deutschland definitiv nicht kann. Also das war nicht jetzt das erste Mal, aber jetzt haben wir so viel Zeit wieder gemeinsam miteinander verbracht. Und man merkt, dass diese Liebe und dieses Bedürfnis, einfach zusammen zu sein, von meiner Seite, auch mit den Mädels, so groß ist, dass ich das größte Teil meines Herzens ist jetzt wieder in Deutschland. Natürlich auch aus diesem anderen Grund, den du jetzt genannt hast. Bei Marcella. Und ansonsten habe ich ein wunderschönes Hotel seit einer gewissen Zeit in meiner Heimatstadt Pleven. Und ich beschäftige mich auch ein bisschen mit sozialer Arbeit. Schön. Genau, versuche was zurückzugeben, weil meine Heimatstadt hat mir persönlich halt sehr viel gegeben, auch als Kind und auch meine Familie. Und genau, heute möchte ich was zurückgeben. In dem Video, das habt ihr uns Fans ja, all den Fans da draußen ja zurückgegeben, da ist Marcella, deine Freundin, auch mit dabei und wir hören jetzt einmal rein. Wie hast du die Zeit erlebt? Oh Gott, wie habe ich die Zeit erlebt? Ich bin in die Moderation gegangen und bin Sprecherin und habe Hörspiele gesprochen, arbeite beim Radio, in der Musikredaktion, führe Interviews, bin Mama. Und das war es eigentlich so. Ne? Töchterchen auch stolz, dass es wieder auf die große Bühne geht? Ja, ich glaube schon. Sie zeigt das ja nicht so sehr, ne? Ich glaube, sie findet das schon toll. Ganz gut, ne? Ist aber gerade jetzt erst mit ihrem Abi durch und hatte erstmal die Gedanken woanders. Mhm. Nadja, bei dir war so nach dem offiziellen Aus der No Angels ja auch hier und da mal eine dunklere Phase im Leben präsent. Wie hast du die Zeit erlebt? Also ich habe in der Zeit nach den No Angels, war ich erstmal so, okay, was mache ich denn jetzt? Und habe mich dann erstmal neu orientiert. Und dann habe ich mein Abitur gemacht auf dem zweiten Bildungsweg hier in Berlin. Und das war für mich auch so ein Wunsch, den ich mir erfüllt hatte, weil ich das unbedingt nachholen wollte.
Und dann nach dem Abitur habe ich noch eine Ausbildung gemacht zur Veranstaltungskauffrau. Und zwischendurch habe ich dann auch immer in verschiedenen Projekten gesungen und alles Mögliche mal ausprobiert und hier mal was gemacht und dort mal was gemacht. Und genau, das war eigentlich so meine Zeit gewesen. Und Sandy, wir haben das gerade eben schon gehört, Musical-Darstellerin, ist das korrekt? Unter anderem in Deutschland, ja. Wenn ich hier bin, dann spiele ich Musical und Theater, genau. Drüben habe ich... In Amerika? Genau, in Amerika, wo ich jetzt lebe seit 6 Jahren mit meinen 2 Kindern und meinem Mann. Da mache ich sehr viel Schauspiel, habe jetzt gerade einen ganz tollen Feature-Film gedreht Ende des Jahres, wo ich die weibliche Hauptrolle gespielt habe, habe sehr viel Schauspielunterricht genommen und habe jetzt in der Pandemiezeit tatsächlich noch eine Fortbildung, eine Weiterbildung zur Stillberaterin und zur Doula gemacht, beziehungsweise Doula, der Doula, das ist eine nicht medizinische Hebamme praktisch, okay. Aber eher im Sinne der Mutter, unterstützt die Mutter, naja, die Hebamme ja eigentlich auch, ja. Aber für die mentale, körperliche Unterstützung, um einfach da zu sein und sie zu stärken. Spannend. Und hinterher auch bei der Nachsorge natürlich zu helfen. Ja, alles wahrscheinlich Dinge, für die jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben. Doch, schon. Im Moment ist es schwierig, glaube ich, oder? Ja, nicht genau. Ich möchte euch was zeigen. Und zwar haben wir einen Riesenfan in unserer Redaktion. Sie heißt Christine. Und das hier ist von früher, als sie 11, 12 war. Wir zeigen euch nachher noch mehr von diesen Reliquien aus fast in Vergessenheit geratenen Tagen. Da sind ganz tolle Dinge bei rumgekommen. Hier haben wir noch ein kleines Heft irgendwie. Hier sind sogar die Bilder, da sehen wir sie. Schaut mal hier. Schaut mal hier. Da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Sie war ein riesengroßer Fan. Oh, wow. Natürlich ein großer Wandel. Und war so nett und hat uns all diese Dinge zur Verfügung gestellt hier. Ja. Und ich könnte mir vorstellen... Aber es gibt noch die Bilder. Ja. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es noch ein paar andere Zimmer von, die genauso ausgesehen haben früher. Ne? Haben wir jetzt auch. Genau. Meins auch, wenn meine Jungs nicht da waren. Ja, sonst Eminem haben wir schon gehört. Ende November, als die Musik auf den Streaming-Portalen war, Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Fotos von diesem Zimmer dann bekommen. Und dann so viele Geschichten erzählt bekommen. Und natürlich toll, damals, vor 17, 18, 19 Jahren, hatten all diese Menschen gar nicht die Möglichkeit, an uns so nah ranzutreten und uns mit so viel Liebe persönlich zu beschütteln. Beschütteln? Und, ja. Beschütteln, ja. Beschütteln. Und genau, und dann haben wir jetzt einen Instagram-Account auch im November gemacht. Unbedingt vorbeischauen. Und dadurch kann man tatsächlich in persönlicher Kontakt mit euch treten. Mit uns, genau. Sehr schön. Da reden wir gleich mal ein bisschen drüber. Freuen wir uns drauf. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ja, sehr gerne. Dankeschön.